Ja, ich sag mal herzlich willkommen für alle, die schon online sind. Vielleicht kommt noch der ein oder andere dazu. Wir haben heute die erste Veranstaltung der Veranstaltungsreihe Was braucht die sächsische Wirtschaft? Von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der Wilhelm-Kühlt-Stiftung. Und gemeinsam befinde ich mich in diesem Raum mit Frank Müller-Rosentritt, Landesvorsitzende der FDP in Sachsen, mit dem Björn Baumeister, der ist Unternehmer und Mitbegründer von Smart Infrastructure Ventures. Auch die Webseite ist englisch, Björn, ne? Da Ja. tue ich mich noch ein bisschen schwer, aber ich hoffe, die Zuschauer verzeihen mir es. Und auch Patrick Feurich habe ich hier im Gespräch, Head of Business Development der Flynex GmbH. Hallo. Ja, Chemnitz, Leipzig, Leipzig, Unternehmer, auch Unternehmer, die Startups betreut haben, selber Startups waren, auch die Politik. Also wir haben eine schöne bunte Mischung. Ich bin im Grunde genommen der Zuschauer selbst, denn ich bin so neugierig wie jeder, der zugeschaltet hat und weiß noch gar nicht viel und freue mich deshalb heute über Startups und die Gründerkultur hier in Sachsen zu sprechen. Herzlich willkommen an alle. Ja, hallo. Vielen Dank. Danke. Ja, wir sind per Du, Frank, Björn, Patrick, ich bin die Dunja, werde heute Abend moderieren, aber auch die Zuschauer sind herzlich willkommen mitzuwirken. Im Chat können Fragen gestellt werden und im Hintergrund wird auch die Jenny ganz fleißig diese Fragen natürlich ordnen und am Ende haben wir eine kleine Fragerunde, aber vielleicht auch schon dazwischen die ein oder andere Zuschauerfrage stellen. Ich fange mit dir an, Frank. Ja, Startups und Gründerkultur. Was braucht die sächsische Wirtschaft? Ist natürlich gerade in Zeiten wie diesen eine sehr spannende Frage. Lass uns doch mal ganz kurz gemeinsam ein bisschen in diesem Raum Startups definieren. Also das stimmt, dass in dieser aktuellen Phase, wo täglich Menschen ums Überleben kämpfen, Unternehmer, die vielleicht vor 10 Jahren gegründet haben oder vor 20 Jahren gegründet haben, weil sie vielleicht ein Hotel übernommen haben oder eine Gastronomie gegründet haben, in dieser Zeit über Startup zu sprechen, ist herausfordernd. Aber trotzdem dürfen wir nie aufhören, darüber zu sprechen, weil Gründen ist nun mal der Motor des Fortschritts. Und das ist es eigentlich auch schon. Startup heißt ja irgendwie Startup, ne? Was starten, was in Bewegung bringen. Und somit ist eigentlich jeder Mensch, der sagt, ich will was in Bewegung bringen, egal ob er vielleicht parallel noch angestellt ist und dann schon mal parallel was in Bewegung bringt oder aber nach dem Studium was in Bewegung bringt, während des Studiums in Bewegung bringt oder noch während der Schule schon sagt, also jeder, der irgendwie was von sich aus in Bewegung bringt, ist schon mal bereit, was zu tun. Und wenn das dann professionalisiert und dann am Ende irgendwann damit Geld verdient, die Mitarbeiter beschäftigt und dann hochskaliert, ist es natürlich noch umso besser. Aber ich würde sagen, das Startup ist einfach was gründen. Und das kann der Hausmeisterbetrieb sein, aber gemeinhin verstehen wir darunter ja irgendwas Technologisches. Aber für mich als Immobilienunternehmer, der ja auch mal GmbHs gegründet hat, war ich auch mal Gründer, klang nicht so sexy. Ich habe einfach GmbH gegründet. So, aber Startup klingt halt bitte sexier. Und deshalb, wie gesagt, würde ich eher sagen, es ist das, was in Bewegung bringt, was Selbstständiges gründen. In Bewegung bringen, das hast du jetzt mehrmals gesagt, also Unternehmer, die etwas Neues in Bewegung bringen, würde ich jetzt mal zusammenfassend sagen. Auf deiner Website, du bist politisch ja sehr engagiert, steht auch eine neue Generation Deutschland. Du bist Vater von drei Töchtern. Ja. Dir ist es wichtig, schreibst du, Freiheit, Selbstbestimmung und Individualismus, dass sie ihren eigenen Weg gehen können. Ja, wie starte ich denn so diesen eigenen Weg? Warum ist es wichtig, den eigenen Weg zu gehen? Das hat jetzt wenig was mit Start-up-Kultur zu tun, aber vielleicht doch etwas schon. Ich glaube, es ist wichtig, dass jeder lernt, was sind seine Stärken, ne? Worauf habe ich Bock, was will ich machen und sich jetzt nicht davon ableiten lässt, weil der sagt, du musst jetzt Ärztin werden und weil schon der Urgroßvater Arzt war, musst du auch Arzt werden, ne? Also ich glaube, es ist die persönliche Leidenschaft und da kann ganz viel draus entstehen. So, es sind Netzwerke, da können Dinge draus entstehen. Das Scheitern gehört dazu, ne? Also man muss als Elternteil auch mal die Kinder, also die ist vorsätzlich, das ist natürlich falsch, ne? Aber auch mal scheitern lassen
Und das, auch das gehört dazu. Und dann ist halt der große Unterschied, ob ich sie scheitern lasse und sage, siehst du, das kommt davon, wenn man so viel Risiko eingeht, deshalb mach mal lieber halblang, oder sagt, gut, dass du gescheitert bist, was hast du daraus gelernt und beim nächsten Mal, wie zusammensetzen, was können wir beim nächsten Mal besser machen und das nächste, und beim nächsten Mal, beim nächsten Versuch, ich meine, drei Töchter, da haben immer irgendwelche Ideen, beim nächsten Mal das irgendwie besser zu tun. Und ich glaube, das ist dann schon auch eines der wesentlichsten Erfolgsargumente, die wir gesellschaftlich ändern müssen. Wir brauchen, ich muss in Sachsen, in Deutschland einfach eine, ich sag's mal so, eine Scheiterkultur, eine Kultur des Scheiterns, dass halt eben Scheitern ein positiv belegt ist, ne? Dass halt Scheitern ein Qualitätsmerkmal ist, um vielleicht, wenn du halt schon einmal gescheitert bist, kriegst du leichter Kredit, als wenn du nicht gescheitert bist. Und wenn du zweimal gescheitert bist, kriegst du halt noch leichter Zugang zu Kapital, weil der Kapitalgeber sich ständig weiß, okay, der ist schon mal mit Krisensituationen umgegangen. Der ist halt schon mal gescheitert. Und wenn man sich die ganzen erfolgreichen, oder nicht alle, aber viele erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer auf dieser Welt anschaut, dann ist das sind ganz viele Resultate des Scheiterns. Wie übrigens ja auch viele Ideen sind Dinge des Scheiterns, ne? Weil man sagt, weil Zufallsprodukte sind, ne? Die irgendwo abgefallen sind, hat man sich gedacht, oh, jetzt bin ich ja gescheitert bei meiner Idee, aber dann war das Zufallsprodukt, was abgefallen ist, das eigentliche Erfolgsrezept. Also ich glaube, das kann man dir mitgeben. Positiv mit Scheitern umgehen, das ist, glaube ich, was ich denen gerne mitgeben würde. Wunderbar. Also fand ich auch gut, wie du es jetzt vom Privaten in die Unternehmerlandschaft transferiert hast. Wenn du jetzt mal sagst, wo stehen wir denn in Sachsen? Ja, jetzt heißt es, was braucht die sächsische Wirtschaft? Fehlerkultur hast du jetzt gerade schon gesagt, bei Startups ist wichtig. Würde ich nachher gerne noch ein bisschen tiefer reingehen mit Patrick und Björn, weil die haben ja schon einige Startups begleitet. Aber wo stehen wir denn bei Startups in Sachsen? Also ich glaube, also erstmal neben dem Scheitern gehört natürlich auch Wissen dazu. Ne? Man kann doch was entwickeln, aber was weiß. Ne? Das ist aber die Grundlage von allem. Ne? Aber ich glaube, in Sachsen sind wir nicht schlecht unterwegs. Allerdings ist Lichtjahre entfernt von dem, was Spitze ist. Wir sind, wenn man mal den Gründeratlas anschaut in Deutschland, dann sind wir halt irgendwie auf Platz 11 von 16 Bundesländern. Das ist Mittelmaß. Und Mittelmaß ist nicht das, was uns nach vorne bringt. Also wir brauchen ja auch in Deutschland generell auch eine Spitzenkultur, eine Kultur des nach vorne Kommens. Und dass es halt eben schick ist, auch vorne zu sein. Das ist auch so ein Thema mit Kindern. Ne? Also man wird ja von allen Dingen immer nur auf die Mitte getrimmt, auch in der Schule. Ne? Wenn du so gut bist, macht man nicht so schnell und so weiter. Also das heißt, wir brauchen eine Kultur des Spitzen. Und da kann man auch einen Anspruch formulieren als Sachsen. Wir wollen nie Platz 11 sein, wir wollen Platz 1 sein. Und wenn man Platz 1 sitzt, sagt man, okay, das ist jetzt Deutschland. Aber wir wollen eigentlich Platz 1 in der Welt sein, weil wir halt eben das innovativste Land sein wollen, weil wir das digitalste Land sein wollen und so weiter. Und da sind wir gerade im Vergleich zu Ländern wie Taiwan oder Israel tatsächlich ganz weit hinten. Und das liegt halt eben daran, dass wir halt eben, dass wir keine Gründerkultur haben. Die Gründungen gehen sukzessive zurück. Die Mentalität der Menschen, auch getrieben vielleicht durch den einen oder anderen Elternteil, ist halt eher davon geprägt, auf die Frage hin, was willst du werden, werden Antworten in Sachsen 80% der Abiturienten Konzern oder halt eben öffentlicher Dienst. In Israel sagen 85%, ich möchte gründen. Und das ist halt schon ein wesentlicher Unterschied, wie man so lebensgestalten kann, dass es halt auch sexy sein, dass es halt sein kann, Founder, also Gründer zu sein. Und also wir brauchen eine wesentlich bessere Gründungskultur. Wir brauchen eine ganz andere Risikokapitalbereitschaft, also dass wir das Menschen, dass sage ich mal, Menschen bereit sind, auch was zu investieren. Das ist halt eben, sage ich meine, 20 Euro, die ich vielleicht in einen Riester-Sparplan gebe, nicht heute in hochriskante Anleihen investieren. Ich meine, das ist hochriskant, wenn du irgendwie in so eine aktuellen so eine Fixed-Income-Bubble investierst, dann ist das hochriskant. Ich würde mich viel wohler fühlen, ich könnte, der Investor könnte das Geld in Unternehmen investieren, wo mein Freund gerade sich selbstständig gemacht hat, wo ich überzeugt bin, die Geschäftsidee ist gut, lässt aber unser Kapitalanlagegesetz aktuell nicht zu. Und wenn man überschaut, wie halt eben andere das machen, wenn ich sehe, dass in Israel im Vergleich doppelt so viele Einwohner wie Sachsen, wir haben aber in Sachsen nur einen Bruchteil von Venture Capital Companies, dann haben wir noch viel zu tun. Und das macht ja Lust und Laune, weil dort, wo das Feld schon bestellt ist, dann ist es halt so, wir haben in Sachsen noch einen guten Weg vor uns und den sollten wir auch gemeinsam gut gestalten und von den Besten lernen. Ich glaube, das ist ganz wichtig in Sachsen. Wir sollten endlich anfangen, von den Besten dieser Welt zu lernen.
Okay, Frank, wenn du jetzt so redest, puh, da werde ich ganz erschöpft, weil da kriege ich so viel, was alles getan werden muss. Da frage ich doch jetzt direkt mal den Patrick. Du hast Startups natürlich begleitet und mitgekriegt. Bist selber ein Startup, Flynex, kannst gern ganz kurz auch was zu Flynex sagen. Puh, wenn du das hörst, wie geht es dir da? Also nach vorne bringen, Platz 1, ne? Und im Vergleich zu anderen. Ja, mein Wunsch natürlich ebenfalls hier nach vorne zu kommen, das ist mein Ansinnen. Deshalb bin ich auch in der Gründerszene seit Beginn an meiner Arbeitszeit. Zu Beginn angefangen als Investor beim Technologiegründer von Sachsen, in Leipzig ansässigen VC-Fonds und also Venture Capital Fonds und dann gewechselt vor circa 3 Jahren in eins meiner eigenen Portfoliounternehmen, Flynex. Wir beschäftigen uns mit Drohnensoftware, aber dazu vielleicht später nochmal. Um auf den Punkt einzugehen, Dunja, den du gerade gesagt hast, beziehungsweise auch auf Frank einzugehen, da hast du ein bisschen gesagt, uns mangelt es vielleicht an Gründerkultur. Damit würde ich nicht so ganz übereinstimmen, weil ich glaube, ich kenne natürlich ganz viele in dieser Szene und alle sind da wirklich mit Herzblut dabei. Aber leider hast du in vielen Punkten recht und gerade in diesem Thema, nämlich der ja, Voraussetzungen, die wir hier in Sachsen haben, um, sage ich mal, auch eine Gründerkultur zu fördern. Ja, eine Gründerkultur ist ja natürlich irgendwo auf verschiedenen oder auf verschiedenen Einflussfaktoren basierend. Und da bin ich bei dir, da bieten andere Länder, auch andere Staaten deutlich mehr ja, Anreize und Voraussetzungen. Und ich glaube, da ist ein schöner Punkt, wo wir gleich nochmal näher drauf eingehen können. Was sind nämlich vielleicht solche Sachen, gerade wenn ich jetzt mal, und das sage ich ganz bewusst in Anführungsstrichen, in die alten Bundesländer schaue, da habe ich eben Strukturen, die mir es etwas leichter zum Teil machen, ein Unternehmen zu starten, eine Unternehmensidee zu validieren und zu sehen, kann die Erfolg haben oder nicht, weil damit beginnt jedes Unternehmen, um zu schauen, kann so ein Unternehmen perspektivisch wirtschaftlich Erfolg haben. Und ja, jetzt klammere ich so ein bisschen die sozialen Startups aus, aber die Masse der Unternehmensgründung hat eben ein wirtschaftliches Ansinnen und das müssen wir halt schauen, dass da die Unternehmen zu Beginn eine Chance haben, ihre Ideen zu validieren. Ist das so? Björn, da würde ich gerne jetzt zu dir kommen, denn du warst 10 Jahre als Investmentbanker in London. Leistungsgesellschaft natürlich ist dir nicht fremd. Und jetzt gerade, wenn diese Worte fallen, ich meine mit Sachsen, Dresden und Chemnitz, auch die Hochschulen sind hier natürlich viele Studenten, das Potenzial wäre da. Welche Erfahrungen hast du gemacht? Fehlt es in Sachsen wirklich an Gründerkultur? Oder was ist da momentan noch zu tun? Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Und ja, und meine Vorredner hatten es ja auch schon angesprochen. Also es gibt einige Themen, die wirklich die verbesserungswürdig sind. Andere Themen, glaube ich, laufen sehr gut. Ich glaube, die Gründerkultur als solches ist auf jeden Fall vorhanden. Ich bin seit 2016 in Leipzig ansässig und bin seitdem eigentlich auch hier in der Startup-Szene sehr umtriebig, mitunter den VC-Fonds gegründet in den letzten Jahren. Und da haben wir natürlich mit vielen Gründern gesprochen. Und ich glaube, das Kulturgut ist vorhanden. Was ich sicherlich so festgestellt habe, es ist trotzdem sehr zerstückelt. Also wenn man jetzt mal den großen Nachbarn Berlin, das mit Berlin vergleicht, da hat man eine gemeinsame große Gründerszene oder Startup-Szene. Und hier in Sachsen hat man Teilszenen, die auch nicht miteinander unbedingt sprechen und jeder so in seinem eigenen Süppchen kocht. Und gerade was wir gemerkt haben, ich und meine Mitgründer, ist, dass dieser Austausch auch unter den Startups selbst extrem förderlich ist. Da geht es gerade so um so banale Dinge wie To-Dos and Don't-Dos, ja. Und das fehlt so ein bisschen und liegt vielleicht auch daran, dass wir einfach ein paar Jahre hinterherhängen in der Entwicklung, die natürlich auch ein bisschen historisch bedingt ist, weil wir leider hier keinen großen Mittelstand zur Verfügung haben, der auch gerade, was Patrick auch darauf angespielt hat, dieser Mittelstand ist teilweise nicht vorhanden, der diese Startup-Ideen in früher Phase validieren kann als potenzieller Kunde oder sei es nur ein Pilotprojekt zu machen. Und so gibt es so verschiedene Themen. Und ich glaube, wenn diese Szene hier in Sachsen, die kleine Szene, die es gibt, besser zusammenwachsen würde, würden deutlich mehr Synergieeffekte dadurch entstehen.
Fangen wir doch mal Schritt für Schritt an. Eine neue Idee ist da. Was ist denn aktuell der Schritt, Patrick, der als allererstes zu gehen ist? Ja, das als allererstes muss ich, also wenn ich eine Idee habe, muss ich mir natürlich selber erstmal ein paar Gedanken dazu machen. Halte ich die Idee auch nach der ersten und zweiten Nacht noch für sinnvoll? Das ist so, glaube ich, ganz grundsätzlich. Auch mir schießen oder uns in der Firma schießen immer permanent Ideen durch den Kopf. Bleiben mir diese Ideen aber auch noch nach Wochen im Kopf oder diese spezielle Idee, lohnt es sich vielleicht tatsächlich näher drüber nachzudenken. So, das ist so die ganz grundlegende Sache. Sprich, habe ich eine eigene intrinsische Motivation, ein Thema nachzuverfolgen, auch parallel zu meiner bestehenden Arbeit, denn irgend so eine Sache, also eine Idee zu validieren, ob sie wirklich Erfolg haben kann, kostet zunächst viel Zeit und viel Kraft. Ja, dann gilt es sicherlich, mit Leuten zu sprechen. Und da kommen wir schon wieder auf das Thema Netzwerk. Mit wem kann ich mich denn zu so einem Thema austauschen? Wer bietet mir denn ja so meine ersten Touchpoints in diesem Umfeld der Gründerszene, mit denen ich mich einfach mal zu meinem Thema austauschen kann? Ja, was halten die Leute davon, die sich grundsätzlich mit diesem Thema auseinandersetzen? Was gibt es da für Formate? Ich glaube, da haben wir einiges in Sachsen. Aber Möchtest wie du es, was nennen? genau, natürlich, bitte? Möchtest du etwas nennen, wenn du sagst, da haben wir einige Formate in Sachsen? Natürlich, also wir haben zum Beispiel an den Unis jeweils die Exist-Förderprogramme. Da gibt es engagierte Mitarbeiter, die den Absolventen bzw. den Studierenden mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir haben Future Sachs als sachsenübergreifendes Vehikel, welches ja in verschiedensten Veranstaltungsformaten den Leuten Zugang zu solchen Personen gibt. Wir haben aber auch viele andere Veranstaltungen, sei es durch den TGFS, sei es durch die MBG, die sehr aktiv ist, oder durch andere Initiativen oder auch hier. Ja, wir sind ansprechbar für solche Themen. Also ich glaube, da gibt es tatsächlich einiges, um sich da zu Beginn auszutauschen. Jetzt ist ja der Unternehmensgründer oder Start-up nicht immer der Hochschulabsolvent. Das sind ja auch Ideen, wo im Laufe des Lebens vielleicht zu einer späteren Phase kommen. Ihr habt Zeit, vorher angesprochen, der Faktor Zeit. Ja, da braucht man erstmal Zeit, um diese Ideen sich zu bewegen, um vielleicht auch in erste Formen zu bringen. Diese Zeit, Frank, ist sie denn momentan der Faktor Zeit in der Wirtschaft gegeben? Aus eigener Erfahrung, wie geht es dir gerade? Ich habe wie viele nie Zeit, ne? Aber das ist auch eine das ist aber Ergebnis mangelnder Selbstorganisation. Oft, also ich erlebe diejenigen, die Zeit haben, sind die weniger wirksam, sondern einfach besser organisiert. Ne? Also das heißt, das kann man auch von solchen Leuten lernen. Aber ich will ganz, bevor ich die Frage eingebe zum Thema, haben wir die Zeit dazu, noch zum Thema eingehen, was die Vorredner gesagt haben. Einmal das Thema Gründerkultur. Ne? Patrick hat gesagt, wir haben eine Gründerkultur. Ja, wir haben eine Gründerkultur, aber die Bubble ist zu klein. Ne? Also wir haben halt eben, wenn du, sag ich mal, mit Erik in Leipzig redest und sagst, nimm mir mal 50 Kontakte, dann hast du gefühlt schon relativ viel gesehen. Fragst in Chemnitz Frank Thiel und seine Kontakte und nochmal 50, dann hast du ein großes Universum schon gesehen. Und viel cooler wäre im Prinzip, wenn wir im Prinzip diese X-Bubble, also das X kennenlernen, also die restlichen Leute dazu bewegen würden, auch was zu tun. Das ist das eine. Das Thema Zusammenarbeit, das ist mir gerade als Politiker, jetzt als Bundespolitiker, ist richtig aufgefallen, weil als ich noch als nur Stadtrat in Chemnitz war, habe ich mich ja vor allen Dingen mit Chemnitz beschäftigt, ne? Habe die Chemnitzer nach vorne gebracht, habe die mit Frank Thelen und Q-Hub und diese, ne? Und habe da versucht, halt eben dort die Invest, ich war übrigens ja 15 Jahre bei der Deutsche Bank, Björn, wir haben da eine ähnliche Historie, haben da im Prinzip auch viele Investoren vernetzt, also Menschen, die quasi einen Exit gehabt haben, die das Unternehmen verkauft haben, die jetzt eben auch mal über mehrere Millionen Euro verfügt haben und halt eben jetzt auch mal investieren können, wo wir in Sachsen zu wenige haben. Das ist in Baden-Württemberg völlig anders, wo dann jemand sagen kann, ich glaube, da mal 500.000 Euro, machen wir was damit. Also das wächst aber jetzt langsam. Jetzt haben wir die ersten Firmenverkäufe und so weiter. Das geht jetzt richtig los. Aber wenn ich sagen wollte, und dann habe ich gedacht, okay, läuft eigentlich. So, und dann habe ich mal den Riesenfehler gemacht und habe mal jemanden aus Leipzig eingeladen nach Chemnitz zu einer Veranstaltung. So, ihr könnt euch nicht vorstellen, was da los war. So, und dann, wenn du dann mit so übergeordneten Menschen redest, ne, wie Marina zum Beispiel, ne, so, und stellst fest,
wie, welches Potenzial wir uns vergeben, weil wir halt das gemeinsam machen. Und das ist meine Erfahrung, die ich auch habe. Ich habe mein Trainee-Programm der Deutschen Bank in den USA gemacht und war jetzt vor 2 Jahren wieder gewesen in Silicon Valley. Und wenn du dann überguckst, wenn du auf so einem Campus in Stanford bist und auf so einer Abendveranstaltung, ne, da teilt wirklich jeder mit jedem alle Informationen. Da werden Quellcodes ausgetauscht, da wird irgendwas ausgetauscht. Und wenn du halt eben nichts beitragen kannst, wirst du auch gar nicht weggeschickt, weil du nichts beitragen kannst. Also das ist sehr, sehr schnell, sehr effektiv, aber es wird alles geteilt. Weil jeder weiß, wenn wir es gemeinsam machen, können wir es besser machen. Und das ist so wir haben so manchmal noch so ein Stück weit Hidden Information. Ich halte lieber meine Informationen mal zurück, bin dann erfolgreich, aber ich könnte eigentlich viel erfolgreicher werden, wenn ich das teile. Also das Thema Zusammenarbeit und das wäre auch so ein Wunsch für Sachsen für mich, dass wir wirklich eine Organisation hätten, die dann auch alles bündelt. Aktuell ist, und dann kommt, wie es jetzt kommt, aufgrund mangelnder Geschlossenheit kann es passieren, dass dann sogar im Haushalt Gelder weggestellt werden, weil man sich halt eben nicht, sage ich mal, nicht genug politischen Lobbyisten hat. Also ich glaube, aber die Zeit wäre die Frage. Ich würde das ganz kurz zusammenfassen, also weil das sind jetzt ein schöner Punkt, also Fehlerkultur zum einen, jetzt gerade eben in dem, hast du wirklich gesagt, du würdest dir einen größeren Austausch wünschen und mehr Transparenz in dieser Gründerkultur. Dazu braucht es natürlich auch ein Forum oder irgendeinen Treffpunkt. Die Frage ist, sollte der nur digital sein oder ist es da auch wirklich wichtig, regionale Anlaufstellen zu haben? Also so cool wie digital ist, ne? Richtiges soziale Leben entsteht, wenn man sich persönlich trifft, ne? Wenn man irgendwie miteinander austauscht, weil wir müssen uns jetzt zu viert verabreden. Ne? So, was ist jetzt mit dem, der zufälligerweise mal auch eine Frage hat? Oder oft entstehen ja Dinge, also in meinem Leben kann ich nur sagen, alles das, was mich erfolgreich gemacht hat, sind Produkte des Zufalls. Ne? So, also alles, was ich geplant habe, ist anders gekommen. Und diese Zufallsprodukte entstehen ja, weil man zufälligerweise jemanden dort gesehen hat, weil man zufälligerweise ins Gespräch gekommen ist. Und ich glaube, und das passiert halt online nicht. Also da muss man erstmal ein Format erfinden, wo man sich zufällig begegnet. Frank, wenn ich dich vielleicht immer so ein paar Mal reingehe, aber ich finde, du redest das und dann ist manchmal so ein Kern dabei, wo ich gern zusammenfassen würde. Also ein Ort der Begegnung, gibt es das denn schon in Sachsen? Patrick, Björn, habt ihr da schon was gefunden? Gibt es da was? Also ich sitze gerade in einem Ort der Begegnung. Ich glaube, Björn, du solltest ein paar Worte dazu sagen. Ja, natürlich gibt es das. Eigentlich in allen größeren Städten haben wir da so einen Nukleus, ja, wo sich die Gründerszene trifft. In Leipzig ist es das Spinlab und das Basislager. Der Patrick sitzt gerade im Spinlab und wir sitzen mit unserem Büro auch im Spinlab. Das ist für mich wirklich eine tolle Sache, weil in Chemnitz ist das Q-Hub. Genau, Q-Hub, mit dem Frank und den Impact-Hub und noch 2 weiteren in Dresden. Also da gibt es gute Anlaufstellen, die auch regelmäßig Veranstaltungen absolvieren. Natürlich in der jetzigen Zeit ist alles anders, aber unter normalen Umständen funktioniert das, glaube ich, sehr, sehr gut. Und ich glaube, die Kommunikation zwischen diesen Hubs, das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Ich glaube, das ist wichtig, dass es so einen Anlaufpunkt gibt. Und weil genau das, was Frank gerade gesagt hat, dieses Zufällige beim Kaffee nachmittags und abends vielleicht beim Bier oder beim Wein, da sich mal auszutauschen aus komplett unterschiedlichen Richtungen, da entstehen dann wieder diese neuen kreativen Ideen, die dann auch so ein Startup und auch mich als Investor dann auf jeden Fall weiterbringen. Ich hätte mal eine Frage an Frank und Björn ganz kurz, weil wir jetzt drüber gesprochen haben, uns auszutauschen und auch Wissen und Informationen auszutauschen. Glaubt ihr beide denn, dass wir genug Know-how in Sachsen haben? Also sprich, dass wir genug Leute im Freistaat haben, die dieses Wissen besitzen, um uns hier auszutauschen? Mein persönliches Empfinden nämlich ist, wir schwimmen so ein bisschen in der eigenen Suppe zum Teil und haben zu wenig Input von außen. Während wir in Berlin viel multikultureller sind, viel mehr Input von außen bekommen, auch in anderen Bundesländern zum Teil durch große Firmen, die eben international viel stärker tätig sind, habe ich das Gefühl, haben wir hier in Sachsen echt einen Nachteil. Da würde ich auch gerne genau als Nächstes, also ich würde gerne noch auf die finanziellen Mittel, nachher auch die öffentlichen Fördergelder, dass wir das auf jeden Fall auch noch schaffen. Aber gerade bei dem Treffen ist wirklich auch interessant, braucht es, welche Personen sind dort, ja? Braucht es da auch immer Unternehmer oder ist es da nicht wichtig, eine Diversität
in diese Treffen und in die Veranstaltung zu bringen, wo vielleicht wirklich von verschiedensten Richtungen auch ausgetauscht werden kann. Björn. Ja, also natürlich ist das, Patrick hat es ja auch gesagt, also es braucht viel, viel Input, damit viel Neues entsteht. Und ich natürlich will es immer keiner hören, aber ich vergleiche das dann doch wieder mit Berlin. Und ich erlebe das dann auch so auf einer täglichen Basis als Investor, dass bei vielen Gründern einfach so der Wissensstand, wie mache ich so eine Finanzierungsrunde, wie gehe ich so ein Thema an, was erwartet so ein Investor überhaupt, was sind die Beweggründe eines Investors überhaupt bei mir zu investieren, da sind teilweise fehlen da einige Dinge, die dann dazu führen, dass der Prozess sich deutlich verlängert oder vielleicht der eine oder andere dann mitten im Prozess sagt, nee, da habe ich jetzt zu viel Zeit, wir sind irgendwie nach zwei, drei Gesprächen nicht da, wo wir normalerweise sein müssten. Ich breche das jetzt hier ab und das hat gar nichts mit der Idee zu tun. Das hat überhaupt nichts mit den Fähigkeiten der Gründer oder des Gründerteams zu tun. Das ist dann einfach so, dass so das Vokabular vielleicht hier und da nicht ganz richtig platziert ist oder dass einfach die Motivation der verschiedenen Parteien nicht hundertprozentig verstanden wurde. Und das ist natürlich immer sehr, sehr schade, dass es dann nicht zum Abschluss kommt. Und da würde ich gerne ein bisschen tiefer und auch knackig kritisch. Fördermittel. Frank, wie sieht es mit den Fördermitteln aus, mit der Bürokratie? Ist es denn überhaupt, also du, Björn, hast jetzt gesagt, das Know-how, ja, kenne ich aus eigener Erfahrung, aber das ist natürlich auch wirklich ein administrativer Aufwand, den man kaum zumuten kann, Frank. Wie sieht es da aus? Was können wir da optimieren oder was sollte optimiert werden? Ja, auch hier, bevor ich zu dieser Frage komme, nochmal ganz kurz auf die Frage, die du mir ursprünglich gestellt hast, nämlich müssen wir nicht eigentlich diverser sein? Ich glaube, das ist ein entscheidender Nachteil von Sachsen, dass wir brauchen eine Willkommenskultur, dass wir wirklich erster Wohnstandort für internationale Leute sind. Also das heißt, wenn jemand in Krakau mit der Uni fertig wird oder in Tokio und der wird gefragt, wo willst du dein Unternehmen gründen, dann sagen die Leute heute in der Regel Tel Aviv, Breslau, Berlin oder London. Und ich würde mir vorstellen, die würden sagen Chemnitz, Leipzig, Dresden oder Sachsen. Ne? Sie können es ja auch erst subsumieren unter Sachsen. So, dass wir einfach wissen, hier ist es völlig wurscht, wie du aussiehst, ob du schwarz bist, weiß bist, wo du herkommst, welche Sprache du sprichst. Hier hast du eine Kultur, wo du verstanden wirst, wo es halt eben weltoffen ist. Das ist eines der ganz entscheidenden Themen. Und du Warum ist das so, Frank? Das reicht nicht aus, um jetzt in dieser Talk das zu machen. Das müssten wir überspringen. Da können wir extra Talk dazu machen. Aber da bin ich der Frage ausgewichen, weil das wäre einfach, das würde eigentlich nicht ganz anders. Aber das ist immens, das ist wichtig. Mhm. So, das Zweite ist das Thema schon mal Sprache. Ne? Wir alleine, dadurch, dass wir Deutsch sprechen und in der Regel Deutsch sprechen, weil wir halt unsere Bubble auch sind, ist das schon mal exklusiv, weil viele Leute sprechen kein Deutsch. Also ne, viele Leute sprechen halt Englisch. So, das heißt, wie kommen wir auch dazu, wirklich Leute einzuladen, also interkultureller nehmen, übrigens auch großer Erfolg, warum Estland so erfolgreich ist, Israel, weil da doch alle Startups schon mal in Englisch an den Markt gehen und der Markt halt eben schon mal der englischsprachige Raum getestet wird. Aber das wissen die zwei Unternehmer am besten. Also ich glaube, dass Vielfalt, Willkommenskultur, das ist das, was wir hier wirklich brauchen. Und jede Vielfalt ist die Quelle des Fortschritts und je diverser, umso besser. Und das brauchen wir auf jeden Fall. Und solche Dinge wie in Chemnitz 2018, irgendwelche Demonstrationen von irgendwelchen rechten Wilden oder in Leipzig, wenn da irgendwelche Linksradikale ausrasten, welche auszünden, das lädt nicht sofort ein, um zu sagen, dort möchte ich jetzt unbedingt mein Startup gründen. Und das müssen wir ändern. Das ist eine politische Kiste, da den Mindset zu ändern und zu sagen, nur weil jemand andere Religion hat oder anders aussieht, ist das quasi, kann das ein bereichernder Effekt sein. Das müssen die Leute mehr lernen, dass der, wenn da quasi der Mensch nebenan wohnt und vielleicht Bijan heißt, nicht automatisch irgendwie schlecht ist, sondern vielleicht eben sogar ein erfolgreicher Unternehmer sein kann. Bei uns ist das manchmal noch ein bisschen verkorkst und das muss man dringend ändern. Jetzt die Frage Fördermittel, da kann Patrick tausendmal mehr erzählen. Mein Ziel wäre ja, dass wir gar nicht so viele Fördermittel bräuchten, sondern das ist quasi, also das langfristige Ziel, dass es einfach viel mehr
Kapital gibt aus privater Seite. Denn das Kapital ist ja da. Die Pensionskassen sind ja voll. Die ganzen Versicherungsgesellschaften sind voll. Die Sparkonten bei den Banken sind voll. So, die Frage ist, wie schaffen wir das quasi wie schaffen wir das Geld, was heute auf dem Girokonto liegt, in kleinen Mikrodosen dort hineinzubringen. So, und da kriege ich über 50 Euro im Monat schon einen Sparplan für Startup-Kultur zum Beispiel. Und wenn wir das hätten, wenn wir es schaffen würden, dass unsere Versicherungskonzerne in Deutschland einen Bruchteil ihrer Gelder, wie der Schweiz oder Israel, wo die Rentenkassen, überlegt euch mal, wie viele Milliarden wir in Rentenkassen haben, wenn dann nur 5% in Startup investiert werden könnten, wäre das viel besser. Und dann brauchst du die Fördergelder oder irgendwas. Dann entscheidet ein privater Unternehmer durch einen guten Due Diligence-Prozess, wo will ich investieren? Ist das erfolgsversprechend? Ja, nein. Und dann entscheidet nämlich auch der Markt darüber, ob das gut ist. Denn was wir in Deutschland haben, also das ist jetzt nicht schlimm gemeint, ist aber, dass durch diese Förderkultur sich auch Dinge durchsetzen oder quasi am Leben gehalten werden, die am Markt niemals überlebensfähig werden. Und wir entwickeln, und wenn wir das rein, sag ich mal, marktdriven, also marktgetrieben haben, dann wäre das, glaube ich, besser. Aber von Anfang natürlich, das ist ja natürlich eine riesen gesellschaftliche Umstrukturierung, dahin zu kommen. Das dauert, das werden wir jetzt nicht morgen machen. Das wäre so meine Vision. Aber wenn wir aber bis dahin braucht natürlich, ist der Deutsche noch gewohnt, einen Antrag auszufüllen für Fördermittel. Und da muss er halt aktuell in Sachsen gerade noch an verschiedenen Stellen da anlaufen. Und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass dann zum Beispiel als Beispiel, nicht, dass ich sage, die sollen das machen, aber wie ein Beispiel, wie Future sagt, der sagen, hey, ich habe ja ein Ansprechpartner, ein Ding, und wir entscheiden zum Beispiel mit dem Gremium von verschiedenen Startup-Leuten, entscheiden wir, wer was gibt, dass wir auch die Kompetenz des Marktes mit nutzen für solche, sage ich mal, Investitionsentscheidungen für Fördergelder. Da würde ich gerne einhaken, genau, weil das ist ein ganz entscheidender Punkt. Du hast gesagt, wir brauchen vielleicht nicht unbedingt Fördergelder. Ich glaube schon, dass wir Fördergelder nach wie vor brauchen, um Anreize in den Markt zu setzen, nämlich privates Kapital auch zu hebeln. Wir haben da einige Vehikel. Ich glaube aber, der Zugang zu den Fördermitteln, das ist für mich der entscheidende Punkt, weil ich als Startup möchte nicht für 5.000 Euro stundenlang Anträge schreiben und immer wieder erklären, was ich eigentlich tue und warum mein Geschäftsmodell, obwohl ich negativ in meinen, oder keine Gewinne habe, sondern negativ bin, weil ich nämlich finanziert bin durch einen Investor, trotzdem eine positive Fortführungsprognose habe. Ja, ich führe Diskussionen und das immer wieder mit unterschiedlichen Leuten, wo ich sage, für 5.000 Euro, Gottes Willen, das ist viel Geld, aber nein, das ist nicht wirtschaftlich so. Und du hast gerade diesen Punkt angesprochen, dass über Fachgremien, über nämlich Leute mit Kompetenz, die solche Geschäftsmodelle, wie wir sie haben, dass die verstanden werden und entsprechend dessen auch die Mittel verteilen können, nämlich mit diesem Verständnis für diese Geschäftsmodelle. Und das ist ganz, ganz entscheidend, dass der Aufwand oder und der Zugang zu diesen Mitteln den Unternehmen einfacher gemacht wird, weil wenn ich Töpfe sehe, zum Teil weiß ich nicht, ob sie noch da sind. Ja, das kriege ich bei, und jetzt müssen wir für Sachsen benennen, die SAB, kriege ich gar nicht mit, ob da noch Mittel drin sind. Zum Teil weiß ich gar nicht, dass es diese gibt. Und das ist eine Landschaft, da finde ich mich kaum zurecht. Also da muss jemand viel Zeit investieren, um da Mittel abzugreifen. Ja, das ist deshalb meine Idee für diesen One-Stop-Shop, dass man einen Ansprechpartner hast, ein Vehikel, wie auch immer das heißt, ne? Startup-Motor, so, und da gehe ich hin, und wenn ich was gründen will, gehe ich da hin, da habe ich Typen, die was unter Sache verstehen, weil aktuell ist es noch so ein bisschen so bankgetrieben, ne? Da gehst du hin mit einem Excel-Sheet, die wollen alle so eine Kurve sehen, obwohl jeder weiß, dass die irgendwie anders aussieht, wollen alle irgendwie, dass du dann presst, versucht jeder seine Sachen dort reinzupressen, obwohl jeder weiß, dass es nicht passt, und dann müssen wir irgendwie über Schritte überwinden, und wie du das richtig sagst, dass es halt wirklich nicht sein kann, dass du gar nicht weißt, was es alles gibt, dann hast du hier was, bist du antragsberechtigt, bist du nicht antragsberechtigt, dann ist der Fördertopf alle, dann hast du dir übelst Mühe gemacht, dann ist das Geld alle, das muss dringend reformiert werden, aber es ist ja nicht so, dass es die Idee nicht gibt, es gibt ja Leute wie Björn, der weiß, wie es funktioniert, oder du, Patrick, die wissen, wie es funktioniert, ne? Ja, so, man müsste sich halt nur im Freistaat mal die besten Leute ranholen, an den Tisch setzen und sagen, pass auf, grüne Wiese, und wir bauen jetzt das Ding auf, wir haben das Ziel, das. Und wir holen jetzt die besten Leute dazu und organisieren das. Ich glaube, das wäre möglich. Das ist zumindest nicht unmöglich. Genau, auch nicht ein Entscheider, sondern wahrscheinlich viele verschiedene. Auch zu jedem Startup bräuchte man wahrscheinlich auch andere Experten dann dazu. Björn, du bist aber schon neue Wege gegangen. Da würde ich jetzt gerne mal, also Kapitalbeschaffung, klar, öffentliche Fördergelder. Wir haben gerade gesagt, da muss dringend reformiert werden.
So kommen die Gelder an, ist ein großes Fragezeichen. Wo kommen die Gelder an? Dann die ganze Bürokratie. Aber du bist neue Wege gegangen, Björn. Willst du da einfach auch mal kurz uns einen Einblick geben? Ja, gerne. Also ich bin seit 2013 als Business Angel aktiv. Erst parallel zu meinem damaligen Bankjob, dann den gekündigt, um mich dann zu 100% auf Startup-Investment zu fokussieren. Und im Laufe dessen haben wir dann den ersten privaten VC-Fonds hier in den neuen Bundesländern gründen können. Das war 2019. Ein Teil des Geldes kommt tatsächlich hier aus der Region und wir sehen uns eigentlich auch so ein bisschen als der Aggregator auch für verschiedene Business Angel, bieten dem über das Fondskonstrukt eigentlich auch eine Plattform, dass man so ein bisschen zusammenfindet und gemeinsam investiert. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor hier in Sachsen, dadurch, dass es da verschiedene Szenen gibt, sprechen auch die Investoren untereinander nicht zwangsläufig immer, was auch sehr, sehr schade ist, gerade weil es sich um doch eine relativ kleine Startup-Szene dann im Vergleich verhält. Und wir sind den Weg gegangen, haben halt so ein, ja, klassisch Fonds gleich Kapitalsammelstelle, wenn man so will, viele verschiedene Investoren eingesammelt und auch viel Geld überregional eingenommen. Ja, also wir haben Investoren aus München, wir haben Investoren aus Düsseldorf, Köln, Stuttgart, Nürnberg und natürlich hier aus der Region auch einige große Investoren. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass man nicht nur auf der Startup-Seite Gehör findet, sondern auch auf der Investorenseite Strukturen schafft, sodass sich Investoren oder potenzielle Business Angels, die gerne in Startups investieren möchten, auch eine Plattform haben oder zumindest einen Co-Investor haben, mit dem sie da gemeinsam sich Startup-Ziele aussuchen können. Ich glaube, es gibt viele, die wollen, aber die wissen gar nicht, an wen sie sich wenden sollen und wie sie es machen. Weil das Problem ist natürlich auch, die richtigen Startups zu finden. Und die wenigsten haben die Zeit und auch die Marktübersicht, da die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und was für die Startups gilt, geht genauso für die Investorenseite. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Und wir freuen uns natürlich auch, dass wir ein TGFS hier haben, eine MBG und viele Business Angel, sage ich mal, Netzwerke, kleinere Netzwerke, mit denen wir auch zusammenarbeiten, nicht nur hier in Sachsen, sondern auch in Mitteldeutschland. Aber ich glaube, das sind viele Themen, da ist noch viel zu tun. Jetzt ist ja vorher ja auch Silicon Valley gefallen. Ich meine, die Frage ist auch, was ist denn das Ziel für Sachsen-Startups? Ne? Also sind es dann wirklich die Unicorns oder braucht es nicht viele kleine, wieder Diversität? Ja. Frage an dich, Patrick, wie siehst du die Gründerkultur in Sachsen? Wie würdest du sie dir wünschen? Genau, wir haben gerade, Björn hat gerade einen ganz wesentlichen Punkt gesagt, ja, wir haben eine Luft nach oben und da sehe ich einen ganz wesentlichen Punkt, halt auch den Punkt, den du ja mit Unicorns angesprochen hast. Wir haben eine sehr gute Basis, um eine erste Finanzierung zu bekommen, sei es durch Fördermittel, sei es durch ein TGFS, Smart Infrastructure Ventures, MBG, die eine Basisfinanzierung sicherstellen. Wir als Flynix beispielsweise befinden uns jetzt in einer Phase mit über 4 Millionen an Finanzierungssumme. Das ist schon ganz ordentlich für Sachsen. Wo wir jetzt sagen, was passiert jetzt? Ja? Wo bekommen wir den nächsten Investor hin, um unser Geschäftsmodell international aufbauen zu können? Und da muss ich sagen, aus Sachsen heraus habe ich keine Möglichkeit, hier weiter zu wachsen. So, und das heißt, was passiert? Ich suche mir deutschlandweit, das wäre noch okay, aber auch international Investoren. Und wenn ich mir jetzt bekannte oder sagen wir auch erfolgreiche Startups in Sachsen anschaue, wie eine Stuffbase, eine Wandelbots oder ähnliche, die haben alle internationale Investoren als Lead-Investoren drin. Was passiert? Sowohl das Know-how kann abfließen, wenn die Leute nämlich dann umfirmieren und in die USA gehen oder nach Israel oder wohin auch immer. Und auch das Geld, was hier zum Teil durch den Staat investiert wird, fließt am Ende ins Ausland ab, nämlich in Richtung USA, Großbritannien zu den Lead-Investoren. So, und das ist für mich ein großes Problem, was wir hier haben, dass wir das Know-how, und da kommen wir wieder zum Beginn zurück, als auch das Kapital hier irgendwo in Sachsen halten, um nämlich diese Gründerkultur
hier weiter aufbauen zu können. Und da fehlt mir tatsächlich so ein bisschen auch die finanzielle Power und der Support an der Stelle, wenn Unternehmen ein Stück weit erfolgreich werden. Und da reicht es leider nicht, das schön darzustellen über Plattformen und Veranstaltungen, sondern da müssen eben echte Transferleistungen geschaffen werden, dass die Unternehmen hier wirklich weiter wachsen können, auch aus Sachsen heraus wachsen können und nicht sagen müssen, ich muss jetzt nach Berlin, damit ich die Chance habe. Frank. Ja, wie gesagt, das Wichtigste ist, dass wir auch aus der Investorenseite denken. Jetzt machen wir beim Björn das mal im konkreten Beispiel. Ich meine, bei euch muss man, glaube ich, wie 200 oder 250.000, was ist euer? 200.000, so. Jetzt ist das für den einen oder anderen möglich, aber so für die große Masse, für den ist das, wenn der das auch vielleicht nur als Teil seines Portfolios haben möchte und nicht das komplette Geld, dann ist die, dann sind die Anzahl der Menschen, die, wenn ich sage mal, 10% in Startups investieren wollen von ihrem Vermögen und dann 200.000 Euro bei Björn investieren müssen in den Fonds, dann ist das eine große Hürde für, ne? So. Das liegt an unserer Gesetzgebung und das kann man ändern. Das ist ja nicht so, dass die Dinge nicht veränderbar sind. Ne? So, das heißt, das Thema Prospekt, also das ganze Thema Prospekthaftung. Ne? So, das ist eine Sache, das ist ein rein selbstgemachtes politisches Ding, was eine Regierungsmehrheit jederzeit sofort umsetzen kann. Das ist nicht Gott gegeben, ne? Das kann man ändern. So, und die, wenn man schaut zum Beispiel, nur mal, er sagt genau das Thema, wie finde ich das? Ne? Da ist es natürlich eine super Sache. Ihr habt einen super Due-Diligence-Prozess, ich habe mir das angeschaut, auch mit eurem mit der Auswahl geteilt, die dann bei euch so dieses sag ich mal, dieses kleine Stipendium bekommen, die dann sitzen, von denen könnt ihr wieder aussuchen, das ist schon ziemlich gut. Aber guckt dir das mal an, zum Beispiel, wenn du jetzt nach Israel gehst und gehst mal zu Our Crowd oder zu iAngels, ne? Die haben dort irgendwie 30 Mann, die machen Diligence und da kannst du hingehen und kannst sagen, ich möchte selber als Investor bei dem Startup investieren oder ich sage, ich gebe 50 Euro im Monat als Sparplan oder ich will mal mit 3.000 Euro, will das mal probieren. Und wir haben ja gerade in Deutschland einen Investment-Hype. Ne? Also die ganzen Online-Broker, die schießen ja gerade durch die Decke. Blöderweise gibt es die Anlageklasse Startups nicht. Und das ist das Problem, dass wir halt eben unglaublich viel, ich denke, dass wir in Deutschland eine unglaubliche Fehlallokation von Kapital bekommen, weil wir alle in irgendwelche Dinge investieren, weil die halt verfügbar sind. Aber wir müssen eigentlich die Verfügbarkeit woanders herstellen. Jetzt will ich mal einen Zahler nochmal nennen. Und das mal ganz kurz, Frank, weil das ist ein guter Punkt, auch um da jetzt gar nicht so wieder in andere Richtungen zu gehen. Keine andere Richtung, da will ich mal sagen, in Israel, ne, pro Kopf Wagniskapital. Pro Kopf Wagniskapital in Israel 630 US-Dollar, ne, pro Kopf Wagniskapital. In Deutschland ist es nicht irgendwie dann 500 oder 400 oder 200 oder 5, sondern in Deutschland sind es 28 und in Sachsen sind es 12. Das heißt, da sieht man mal, wie Lichtjahre wir weit entfernt sind von einer guten Investorenkultur, aber nicht, weil die Leute nicht wollen, sondern weil die Verfügbarkeit ist und weil der Transmissionsmechanismus halt einfach katastrophal ist. Ja. Und wie du gesagt hast, da könnte man ja auch wirklich, also gerade die Versicherungsbranche oder auch die Banken mit einbinden. Ich meine, ich glaube, wenn Bürger die Möglichkeit hätten, auch in einer gewissen Auswahl bei Startups, ich meine, da kann man jetzt auch wieder Crowdfunding-Plattformen, ne, ins Spiel bringen, gibt es ja auch schon, ist ja nicht, dass es nicht alles schon da ist, aber die Frage ist wirklich, wie träge ist in unsere politischen Systeme da auch, sich zu bewegen? Muss alles von unten herausgehen? Patrick, du lachst. Ja, also auch wir kennen natürlich die Zusammenarbeit mit den Behörden, ja, und das ist jetzt mal so ein bisschen für mich Sinnbild, wie starr dort zum Teil die Prozesse sind, ja, und an die stoßen wir immer wieder ran und da könnte ich halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen Beispiele bringen, wo sich jeder an den Kopf fasst, wo wir dann sagen, okay, wo finden wir denn ein besseres Ökosystem für uns, diese Validierung, von der ich am Anfang sprach, am Markt nämlich durchzuführen. Ja? Und natürlich ganz viele Geschäftsmodelle kommen an Regularien ran, kommen an öffentliche Stellen ran, wo ich Genehmigungen brauche. Ja, das ist, da könnte es durchaus einfacher sein, um, sag ich mal, die ersten Schritte zu gehen. Von daher muss ich da gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, Frank hat vollkommen recht, da ist noch definitiv Luft nach oben. Mehr so eine Kultur des, wir wollen gerne was unterstützen und fördern und schauen mal, wie wir uns im Rahmen der Möglichkeiten bewegen können und nicht, ich sehe hier nur Hürden, wenn du mir nicht den Lösungsweg innerhalb der Gesetzgebung aufzeigst, werde ich nichts für dich tun können. So, und dieses, exakt.
dieses Gefühl, an die Stelle komme ich halt häufiger. Mhm. Wir müssen das, was wir von den Unternehmen erwarten, von den Startups erwarten, ne? Think out of the box, ne? Mal Dinge komplett anders denken. Das müssen wir auch in der Politik machen. Ne? So, man kann sich die Gesetzgebung angucken und sagen, wir müssen das nicht anpassen, wie du es richtig gesagt hast, sondern einfach mal komplett weg und neu. So, und das Thema braucht, und was du gesagt hast, Crowdfunding, das höre ich ganz oft, dass es Crowdfunding-Plattformen gibt. Die gibt es, aber die sind in Deutschland in der Regel Fremdkapital. Wenn ich da mal einhaken darf. Ja, bitte. Crowdfunding in England ist wirklich, man investiert. Ja, genau. In Deutschland investiert man nicht. Man gibt ein Darlehen. Genau, das heißt, alles. Allein ein kompletter Unterschied und auch deshalb funktioniert das auch in Deutschland nicht. Und die Crowdfunding-Plattformen, die es in Deutschland gibt, die verändern gerade ihr Geschäftsmodell, weil sie gesehen haben, dass mit dieser Darlehensgeschichte das einfach nicht funktionieren kann auf lange Sicht. Ja. Auch, genau, exakt so ist es, aber das auch politisch gemacht. Das ist auch, ist eine rein politische Entscheidung, dass genau. der Anleger geschützt wird dadurch. Und da will ich nochmal den Haken aufnehmen, den Faden, auf der VC-Fonds-Seite. Also ich habe mich ja auch, oder wir haben uns auch sehr, sehr lange mit diesem Thema auseinandersetzen müssen, so einen Fonds aufzubauen mit der deutschen Gesetzgebung ist nicht sehr einfach. Und es gibt gute Gründe, warum es so wenige VC-Fonds hier in den neuen Bundesländern gibt, weil einfach natürlich die Kapitaldecke historisch gesehen deutlich geringer ist als in den alten Bundesländern. Und darüber hinaus kommt dann natürlich diese große Bürde an Gesetzen, die man einhält und in denen man sich bewegen kann. Und eine große Hürde ist das Mindestinvestitionskapital in einen VC-Fonds, was bei 200.000 Euro liegt. Und genau das ist das Problem. Viele Business Angel würden gerne investieren, aber die würden lieber vielleicht nur 25.000 Euro investieren oder 50.000 Euro investieren. Und ich sage jetzt nicht, man muss die Grenze auf 1.000 Euro vielleicht setzen, aber 200.000 ist definitiv zu hoch. Definitiv, Björn, das ist ein guter Punkt. Wir reden zwar jetzt, also ich würde jetzt gerne auch von dem Thema Geld wegkommen, weil die Frage ist ja, die ich mir jetzt gerade stelle, ist Gründen nur mit Geld möglich? Und da, ganz klar, können wir ja auch nicht immer nur von 200.000 Euro sprechen, sondern ich glaube, wenn man jetzt wirklich mal auf die breite Bevölkerungsmasse guckt, sind vielleicht auch kleinere Ideen sehr, sehr wichtig, wenn wir wieder die Diversität reinnehmen und die Vielfalt, die der Frank so hochhebt auch. Ja, also da ist dann für mich schon die Frage, Ökonomie, Ökologie und auch Unternehmensethik ist wirklich, die einzige Größe. Aber ich glaube, das war ein Missverständnis, Dunja. Björn hat ja quasi einen Fonds, wo er quasi als Mindestkapitalanlage 200.000 Euro von seinen Leuten einsammelt und dann kann er ja quasi mit diesem Geld in kleineren Chargen sich bei den Unternehmen beteiligen. Und derjenige, der gründet, da kann er mit viel, viel weniger Kapital, da kann er mit 500 Euro anfangen und losmachen, ne? Oder mit gar nichts, ne? So, das heißt, das ist nicht die Hürde. Es ist nicht so, dass du 200.000 Euro brauchst, um zu gründen, sondern das ist die Investorensicht und das andere ist jetzt die Gründersicht. Und auf die kommst du jetzt. Entschuldigung. Ja, danke, dass du das gerade auch in beide Richtungen gebracht hast. Ja, stimmt. Mhm. Björn. Ja, also ich glaube, auf der Startup-Seite natürlich, die Range ist extrem groß und ich glaube, Patrick kann das noch viel besser beurteilen als ich. Ist einfach, also man kann natürlich auch mit Eigenmitteln, viele starten einfach mit Eigenmitteln und haben auch ein Produkt relativ frühzeitig, was erste Umsätze generieren kann. Und das ist natürlich eigentlich der Traum auch jedes Gründers, sogenanntes Bootstrapping, sich also eigenfinanziert aus eigenen Umsätzen. Man muss dazu sagen, Wagniskapital ist eine der teuersten Formen, Kapital aufzunehmen und sicherlich in der Nahrungskette nicht so weit oben, wie ich das vielleicht als Investor gerne hätte, sondern eigentlich eher so die dritte, vierte Option. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also das heißt, also ich kenne viele Beispiele, wo das erste Mal Geld aufgenommen wurde nach 4, 5 Jahren, weil man dann gemerkt hat, oh, wir haben jetzt das Produkt so weit, wir wollen jetzt aber die Stufe 2 und 3 vielleicht sogar gleichzeitig zünden. Jetzt brauchen wir tatsächlich mehr Anstoßfinanzierung, damit wir unsere ambitionierten Ziele auch erreichen können. Und dann ist das natürlich vollkommen okay, dass man auch dann so lange gewartet hat. Aber viele
Startups haben einfach noch gar nicht das Geschäftsmodell, so frühzeitig erste Umsätze erzielen zu können. Die basteln noch am Produkt. Das dauert technologisch hoch anspruchsvoll. Das heißt, es dauert vielleicht sogar 1-2 Jahre, bis man überhaupt etwas hat, wofür ein Kunde bereit ist, Geld zu zahlen. Und diese Durststrecke an nicht vorhandenen Umsätzen, die muss natürlich in irgendeiner Art und Weise refinanziert werden. Sei es aus Eigenmitteln der Gründer, was natürlich die beste Form wäre, aber natürlich hat nicht jeder Gründer so ein riesen Bankkonto. Deshalb ist zwangsläufig der Schritt in die Fremdfinanzierung, entweder über Wagniskapital oder alternative Produkte oder auch Förderung, Stipendien und Fördermittel. Das sind dann die nächsten Schritte. Also da gibt es, die Bandbreite ist endlos und liegt auch hauptsächlich daran, was für Ambitionen haben denn das Gründerteam? Wie schnell wollen sie wachsen? Ich frage mich, ob jetzt vielleicht noch Zuschauerfragen da sind und ob ihr einfach mal sagen könnt, was wäre, also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin Gründer und höre zu. Dann mehr zusammenfassend würde ich dann mitnehmen, okay, da muss ich erstmal ganz viel in der Politik ändern, da muss ich erstmal ganz viel noch an Infrastruktur aufbauen. Also das ist so eine kleine Schwere dann, wo ich jetzt nicht ermuntert wäre zu gründen. Und genau diese Gründerkultur wollt ihr ja in Sachsen haben. Ja, aber wir sagen ja, wie es besser werden soll. Das heißt ja nicht, wir reden ja nicht dadurch, dass es jetzt nicht möglich ist, sondern das habe ich das Thema verstanden, wollen uns austauschen darüber, wie wir besser werden können. Was nicht heißt, dass es heute nicht möglich ist. Und also das heißt, und es ist möglich. Und das Thema, was du sagst, Björn, zum Thema nebenbei, also Geld am Anfang. Ich kenne ganz viele, die sich gegründet haben und zum Beispiel in der Uni wissenschaftliche Mitarbeiter gewesen sind. Die waren die ersten 2-3 Jahre noch parallel wissenschaftliche Mitarbeiter, haben parallel dazu ihre Produkte gemacht, haben ein Startup gegründet und da ging es halt weiter. Und dann irgendwann haben sie, wenn sie genug Geld haben, die Uni verlassen oder andere Jobs verlassen. Und ich glaube, das ist ein großer Punkt, das zum Thema Zeit ursprünglich und jetzt auch mal hier, ist die Frage, wie schaffen wir es zu vereinbaren, dass man halt eben Jobmodelle hat, wo man halt eben dann sagt, okay, ich bin, sage ich mal, so eine Art Teilzeitgründer und das lostreten, dass man Patente auch mitnehmen kann. Ne? Dass, wenn ich in Israel zum Beispiel bei der Armee bin und ich mache das mit meinem Team als Offizier, entwickle ich ein schönes Sensorik-Code oder eine Rechnung, ich kann was feststellen, was ich eigentlich aus der Militärtechnik komme, dann darf ich in Israel meine Erfindung mit meinem Team im zivilen Leben nutzen und behalte quasi die Rechnung an meinem geistigen Eigentum, was ich quasi als Programmierer im iranischen Atomprogramm irgendwie dort machen kann in Peshawar. So, in Deutschland ist das nicht ganz so einfach. In Deutschland gehören die Patente der Bundeswehr und der Hochschule. Und das heißt, auch da können wir besser werden, wenn wir uns überlegen, wie können wir eigentlich die Innovationskraft, weil da haben die Leute einen ganz anderen Bock drauf, zu sagen, ich entwickle mal was, weil ich weiß genau, wenn ich das mitnehmen kann, da kann ich richtig reich werden. Aber wir haben ja auch in Deutschland so eine Kultur, dass das Thema so reich werden, ne? So abheben, ne? Das ist auch schon so schwierig, ne? Da ist es gar nicht sexy, ne? Da haben mich Leute vielleicht nicht mehr lieb, wenn ich nur in der Mitte bin. Und das ist auch sowas, was man, dieser Bock mehr zu wollen, dieser Bock halt eben outstanding sein zu wollen. Ich glaube, das ist was, was wir uns so mitnehmen können, was nicht heißt, dass es heute nicht möglich ist, aber wir reden ja darüber, wie können wir Dinge optimieren und wie können wir so gut werden wie die Besten der Welt. Ne? Also man kann doch mit Mitte schon was machen, aber wir wollen ja Spitze. Björn, was sagst du dazu? Wollen wir Spitze? Ja, definitiv. Natürlich, also man sieht es ja, es gibt ja großartige Erfolgsstories, die hier aus der Region kommen. Und natürlich würde ich mir immer ein bisschen mehr wünschen. Und ich glaube, sollte auch der Anspruch von allen sein, einfach sehr, sehr ambitioniert zu sein und zu gucken, was kann ich, jetzt habe ich Sachsen erobert, ja, was kommt als nächstes, ja, Mitteldeutschland, Deutschland, Europa, die USA, und da habe ich schon das Gefühl, dass es da ab und an, dass man sich dann vielleicht zufrieden gibt und dass er vielleicht die nächste Erfolgsstory dann doch nicht passiert, obwohl, sage ich mal, technologisch auf jeden Fall die Weichen richtig gestellt sind und dann fehlt es dann vielleicht an externen Trigger, dass man dann den nächsten Schritt dann auch noch geht. Also das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Aber ich glaube, es gibt viele, viele gute Beispiele, wo das auch sehr gut funktioniert hat. Aber ich glaube, das Potenzial ist einfach da noch viel, viel mehr hinterher zu schicken. Und ich glaube, das sollte der Anspruch von uns allen sein,
da auch die Leute zu unterstützen, die gerade so auf der Schwelle sind. Und ja. Jetzt haben wir noch Zuschauerfragen von der Jenny. Vielleicht kommt sie ganz kurz rein. Genau. Also ich habe zwei sehr interessante Fragen, die ich jetzt mal ausgewählt habe. Und zum einen, die richtet sich auch an alle drei Experten, welche Finanzierungsmöglichkeiten es jenseits des reinen Geldes gibt. Zum Beispiel Stichwort Verantwortungskapital und Genossenschaftsmodelle. Und gibt es hierzu schon Erfahrungen in der sächsischen Gründerkultur? Die Frage geht an alle. Aber vielleicht an Patrick, der ist am nächsten dran. Also tatsächlich, persönlich muss ich sagen, ich kenne Modelle dieser Form. Ich kenne aber tatsächlich nichts, was sich bislang erfolgreich durchgesetzt hat oder etabliert hat. Ein einfacher Grund ist einfach, wenn ich so ein Unternehmen gründe, ich brauche Leute, die ich bezahlen muss. Und Frank hat es auch gerade gesagt, die Leute brauchen auch einen gewissen Anreiz, warum sie in so ein Unternehmen gehen. Und am Ende dreht sich halt doch alles ein bisschen um Sicherheit. Ja? Ich brauche irgendwie ein bisschen Gehalt. Und am Ende, wenn meine Gehalt nicht so groß ist, die Aussicht auf deutlich mehr. Und mit den, glaube ich, genossenschaftlichen Systemen oder anderen Systemen sind diese Anreizsysteme wirklich so für die Top-Performer vielleicht nicht ganz gegeben. Aber das, vielleicht kenne ich mich da auch noch zu wenig in den Möglichkeiten aus, die diese Systeme bieten. Also da würde ich jetzt wirklich als Moderator, sage ich mal, gerne einbringen. Für mich ist Geld nicht die einzige Größe, definitiv nicht. Ich glaube, es braucht andere Werte als nur Geld. Das ist aber in dem Gespräch jetzt sehr gut rausgekommen, dass sich alles ums Geld dreht. Und ich glaube, da sollten wir auch ganz genau hingucken, weil das ist nicht die Menschlichkeit. Beim Frank steht auf der Seite naturnah und Kinder. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen mal genauer hingucken, dann gilt es wirklich, wie geht sächsische Wirtschaft, auch eine neue Definition von Wirtschaft zu finden, ganz klar. Ist aber jetzt meine persönliche Meinung. Ich hoffe, ich durfte die da auch reinbringen. Welche Frage, Jenny, ist denn noch da? Genau, wir haben noch eine Frage. Wie kann man das Thema Gründen schon Schülern und Schülerinnen näher bringen? Mhm. Und wer könnte diese in der Schule vermitteln? Mhm. Frank oder Björn? Also ich kann was dazu sagen. Also das kann gerne das, was wir in der Schule in Sachsen an Wirtschaftskompetenz vermitteln, das ist katastrophal. Also das ist wirklich, das ist halt nichts quasi. Ne? Übrigens auch wie politische Kompetenz, beides. Ne? Also, aber Wirtschaftskompetenz ist wirklich ganz schlecht. So, und das ist auch der Grund, warum viele Leute gar nicht auf die Idee kommen, zu sagen, ich möchte gerne selbstständig sein oder ich möchte gerne gründen, weil das in ihrem Lebensplan gar nicht vorkommt, weil die Masse der Menschen, die wir haben, niemanden kennt. Du musst ja immer jemanden kennen, ne? Die Leute kennen Influencerinnen, ne? Dann logischerweise wollen die alle Influencer werden, ne? So, dann kennen die Leute irgendwelche Eltern, die vielleicht irgendwie im Rathaus arbeiten, die vielleicht der Vater beim Siemens oder die irgendwie. Also das ist ja, du entwickelst das Umfeld bestimmt ja auch dein Thema. Dann hast du noch einen Lehrer, der sagt, mach mal nicht so schnell, guck, dass du sicher bist, studier erstmal was Gescheites, ne? So anstelle auch wieder Ausbildung zu machen, ne? Also viele Lehrer, ne? Mach erstmal ein Studium und dann noch vertief dich nochmal eine Dissertation, so und dann und mach immer alles ganz korrekt, ne? So, und das widerspricht natürlich so diesem Startup-Geist zu sagen, ich fange mal schon mal bei 70%, habe irgendwas gebastelt, dann gehe schon mal los, so, und das wird sich irgendwie schon gut, das wird sich schon gut entwickeln, ne? So, wenn nicht, scheitere ich halt eben was Neues. So, aber das ist ganz schlecht. Deshalb würden wir als FDP fordern wir das Schulfach Wirtschaft. Und dort, wo wir in der Regierung sind, wie zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, mit Herrn Pinkwart, den ja Björn sehr gut kennt, weil er ja das Spin-Lab ja mit aus der Taufe gehoben hat in Leipzig. Und das macht die Regierung NRW sehr gut. Sie holt sich halt eben die besten Leute, nämlich den Rektor der Handelshochschule Leipzig, Mitgründer von Spin-Lab, und machen den zum Wirtschaftsminister. So, der Typ hat Ahnung. So, und der führt halt auch mal das Schulfach Wirtschaft ein. So, das ist das eine. So, dann zum Thema nochmal Genossenschaftskapital. Ja, ich bin extrem für neue Formen von Kapitalbeschaffung. Ganz sehr.
So, und die Frage ist halt eben, wir scheitern halt immer an unserer Gesetzgebung. Das ist das Problem. Und weil, wenn wir jetzt so zum Beispiel 200.000 Euro beim Björn investieren wollen, den Fonds, und ich würde jetzt genossenschaftsmäßig organisieren, dass jeder 50 Euro investiert, scheitere ich daran, dass ich dann mit der Genossenschaft nebenbei dann investieren kann. Also das ist schwierig. So, das heißt, das ist so, und das Geld, dass das Leben mehr als Geld ist, ich glaube, das haben wir alle, das wissen wir alle in der Corona-Krise nochmal ganz besonders. Aber am Ende ist es halt eben so, Leute wollen sich halt eben gerne eben Wasser kaufen und müssen auch was essen. Und das geht halt nur aktuell in Deutschland, nur mit dem es geht noch nicht mit mit Warentausch, gibt es auch, aber in der Regel funktioniert das halt eben mit der Konversion von Geld in Ware. Und deshalb braucht man Geld. Danke, Frank. Also auch das Thema Bildung war jetzt nochmal da, würde ich als Punkt einfach nochmal sagen. Wir merken, die Zeit ist rum, es wäre noch viel zu sagen. Es gibt noch eine Umfrage hinterher, vielleicht kann die jeder jetzt direkt gerade zu dieser Veranstaltung auch ausfüllen, dann können wir uns nämlich verbessern. Also da möchten wir auch wirklich Feedback haben, auch welcher Referent jetzt gerne noch vertiefende Informationen. Wir werden nochmal eine Aufnahme machen mit dem Referent eurer Wahl und da einfach nochmal in die Tiefe gehen. Vielen Dank für die Teilnahme. Schön, dass ihr da wart, Patrick, Björn und auch an Frank, und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. War eine coole Runde hier. Ne? Ja, absolut. Ja, und